Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shadows Awakening. Und ich möchte jetzt auch direkt mit euch ins Menü gehen, denn hier eben auf meinem Ladebildschirm hat gestanden, unter diesem Ladebalken, du kannst deine Ausrüstungen mit Essenz verzaubern. Und ich würde gerne wissen, wie das Ganze hier funktioniert, deswegen werde ich mal mit euch ins Menü gehen. So, und hier unten haben wir stehen Seelenessenz. Genau. Kleine Essenz der Flamme. Kleine Essenz der Flamme gewöhnlich. Für Waffen mit Feuer. So, Moment mal. Ich habe aber eine Waffe mit Kampfstab der Erde. Also bräuchte ich vielleicht eine Essenz mit Erde. Kleine Essenz der Energie. Frost. Würde das dann trotzdem funktionieren, trotz dass meine Waffe Typ Erde ist? Weiß das jemand? Kleine Essenz des Blutes. Okay. Ich möchte das jetzt mal mit dem Frost probieren. Schaden, Eis. Ob das... Achso, ich kann das gar nicht ausrüsten. Ja, das ist aber blöd, oder? Okay, Moment mal. Ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar werde ich ihr mal diesen Stab hier geben. Genau. So, kann ich jetzt dann hoch die Feueressenz drauf machen? Nein, kann ich nicht. Das ist aber schade. Wie mache ich das denn? Also wenn das jemand von euch weiß, der darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Seelenstein. Okay. Und ich habe momentan welchen? Den mystischen. Okay. Aber... So richtig gut scheint er ja wohl nicht zu sein, oder? Oder vielleicht doch? Der hier sieht doch gut aus. Der Dämonenjäger. Ich werde ihn einfach mal ausrüsten. So, aber ich kann trotzdem keine Essenz auswählen. Kann ich das vielleicht nur bei anderen? Nein. Ich kann das bei niemandem. Okay, das ist schade. Das ist wirklich schade. Gut, aber, ja, soll ich ihr dann trotzdem mal... Nee, Feuer war nicht so effektiv gegen die Skorpione, meine ich. Ich werde ihr nochmal eine andere Waffe geben. Wir hatten eben Erde, aber ich könnte ja auch mal Luft probieren. Ne, das hier sieht Blitz, Waffenschaden Blitz. Das gefällt mir ein bisschen besser. Moment, was war Erde? Ah, das ist Gift, Waffenschaden Gift. Ach so, das hier ist Blitz, Feuer, Gift, Feuer, 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 Blitz, Eis, Eis. Eis ist natürlich auch so ein Ding, ne? Wenn die dann noch eingefrieren würden, wäre das noch viel besser. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der Fall ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir mit Eis gearbeitet haben. Und wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach mit Eis arbeiten. Genau, ich habe mich jetzt endlich entschieden. So, aber jetzt, wenn wir jetzt schon in diesem Menü sind, werde ich jetzt mal gucken. Hier haben wir scheinbar was Neues freigeschaltet. Lehrenbarriere. Meteor wäre natürlich noch perfekt. Aber gut. Fähigkeit verteilen. Fähigkeit verbessern. Lehrenbarriere. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so toll ist. Ich werde es mal probieren. Wir werden mal den Platz auswählen und das durch Kreis ersetzen. So, dann haben wir als nächstes nichts. Hier können wir das erst ab Level 9. Okay. So, die Stärke. Wir haben hier nochmal Attributspunkte. Gewandtheit möchte ich nochmal verbessern. Die Ausdauer und die Willenskraft werde ich jetzt mal auf 24 setzen. Genau. Und das machen wir gleich. So, ich hatte doch noch ein Buch. Oder? Zars Gesetz. Stimmt, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gemacht, aber hier steht gar nichts dabei. Gut, soll mir recht sein. Dann gehen wir rüber zum Verschlinger. So, und ich habe scheinbar eine neue Waffe für dich.
Die ist bestimmt mega, oder? Die muss toll sein. So viel lila. Und lila ist meine Lieblingsfarbe. Und lila. Oh, muss einfach toll sein. Was steht da? Angriffsbewertung 599 plus 181. Das kann nur gut sein. Du bekommst sie ausgerüstet, mein Lieber. Und die steht dir gut. Wir wissen immer noch nicht, ob er gut oder böse ist, aber es steht dir einfach gut. Okay. So, dann haben wir noch. Kann ich dir hier was eigentlich? Ja. Schattenblinzeln. Fähigkeiten erlernen. Und die werde ich dir auf Dreieck, glaube ich, ausrüsten. Ich glaube, Dreieck war nicht so prickelnd, ne? Attributspunkte. Genau, die Gewandtheit werden wir dir mal hochschrauben auf 25 und die Willenskraft auf 24, damit alles schön im Gleichgewicht bleibt. So, dann haben wir noch hier unseren, wie heißt der? Zar, genau. Gut, hier kann ich dir noch den Berserker freischalten. Warum nicht? Werde ich dir jetzt aber vorher mal nicht ausrüsten, denn ich weiß schon gar nicht mehr, was Dreieck bei dir ist. Müsste ich mal gleich ausprobieren. Und wie sieht's mit den Attributspunkten aus? Nein, stopp, Moment mal, ich war ein bisschen zu weit, glaube ich. Genau, denn hier könnten wir ja dann noch ein bisschen was geben, ne? Metallschläge. Warum nicht? Cool, jetzt hat er hier so zwei Waffen. Gut, wir haben aber bestimmt noch eine bessere für dich, oder? Gezackte Kriegsaxt. Ja, 68. Hier haben wir 69 Metallschläge. Ja, okay. Ja, ich glaube, das sieht besser aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Eine Rüstung. Dann bekommst du die. Steht dir auch ziemlich gut. Wie sieht's aus mit einem Helm? Ja, genau. So, Handschuhe. Das hier ist grün und grün bedeutet immer gut, oder? Ah, plus 10 Rüstung gegen Dämonen. Bewegungsgeschwindigkeit. Nee, dann nehmen wir die. Tut mir leid. Also Geschwindigkeit, das ist A und O. Gürtel. Baumwollschärpe. Genau, dann bekommst du die. Stiefel, wie sieht's aus? Guck mal, wie wir den hier voll aufpimpen, oder? Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ich bin da so ein richtiger Fan von. Okay, dann bekommst du die noch. So, eine Halskette. Haben wir auch eine Halskette für dich? Gut, alles dasselbe. Dann können wir auch die wählen. Ring des Mutes. Warum nicht? Okay. Seelenstein. Haben wir vielleicht noch irgendwas Lilanes hier? Nö, ne? Okay, dann bleibt die. Gut, ausrüsten können wir die hier nichts. Und okay. So, dann die Attributspunkte. Die Willenskraft wird gepusht. So, und dann haben wir noch hier meinen Freund. Stopp. Da möchte ich auch mal hier oben hin. Die Nebenhand, da kann ich dir leider nichts geben. Geben wir dir das. Helm, ich glaube. Oh. Okay, ich glaube, das hier ist dann besser. Das ist ein besserer Helm. Handschuhe haben wir keine für dich. Mit einem Stiefel sieht es auch ein bisschen schlecht aus. Gut, dann ist das eben nicht anders. Moment mal. Kann das sein, dass wir vielleicht noch eine bessere Waffe für dich haben? Oh, der Helm steht dir aber gut. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Du bekommst diese Waffe. Oh, Selbstmord kann gelernt werden. Wenn es im Kampf nicht so gut läuft für Ishkai Saba, ist das sein Nachname? Ishkai Saba? Kommt es schon mal vor, dass er sich mit den verbliebenen Sprengsätzen in die Luft jagt und so umstehenden Gegner Schaden zufügt? Ja, nee, finde ich nicht so toll, aber wir werden mal die Fähigkeit erlernen. Nur ausrüsten werde ich sie nicht. Ich bin kein Fan von Selbstmord-Abilities. Ist nicht so mein Ding. So, Gewandtheit, Ausdauer und die Willenskraft werden wir erhöhen.
So. Damit haben wir jedem geholfen. So, Nebenquest. Nebenquest. Zweites Kapitel. Okay, Nebenquest. Hier unten. Gut, das werden wir gleich. So, dann reden Bei wir erstmal mit Celine dir. findet man immer ein Schnäppchen. Willkommen zurück. Ich bin sicher, ihr habt viele Fragen. Genau, ich möchte das nächste für dich holen. Und zwar das Greifenei. Er sagte in der letzten Folge, dass das ziemlich schwer sein soll, die zu holen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, woher ich ein Greifenei bekomme? In den zerklüfteten Gipfeln gibt es mehrere Horste. Doch leider wissen nur wenige außerhalb Tarmurias, wie man sie erreicht. Wenn ihr den Splittersperrpass sorgsam durchkämmt, findet ihr vielleicht einen Weg. Doch lasst euch lieber nicht von der Mutter beim Nestraub erwischen. Ich bin sicher, ihr habt viele Fragen. Danke, aber das reicht vorerst. Ich habe jetzt die Quest aktiviert. Und warum ist hier eine Schatzkiste? Kann mir das mal jemand erklären? Oh, ups, Entschuldigung. Ich wollte niemanden angreifen. Ich wollte lediglich nur wissen, warum hier eine Schatzkiste auf meiner Karte abgebildet ist. Warum möchtest du mit mir nicht reden? Das finde ich aber schade. Ah, hier, Versteck. Hey, und was kann ich hier so in diesem Versteck? Kann ich Sachen bunkern oder was? Okay. Kann mir das mal vielleicht jemand erklären, was dieses Versteck soll? Na gut, hier kann ich einkaufen bei ihm. Gut, dann hat sich das mal erledigt. Aber ich würde ja mal gerne wissen, für was dieses Versteck ist. Das würde mich ja mal echt interessieren. So, wir sollen dem Ausrufezeichen folgen. Ich frage mich nur, wie wir dorthin kommen. Können wir überhaupt dorthin? Ah, Moment, wir müssen bestimmt von oben rum. Von oben kommen wir bestimmt dorthin. Habe ich gerade eine Ratte gehört? Ich dachte, die hätten wir vernichtet. Okay. Also anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie man dorthin kommt. Okay, ich werde jetzt einfach mal laufen. Ich muss scheinbar auf die andere Seite, aber wie komme ich da hin? Das ist ja ein bisschen blöd. Was haben wir hier? Okay, auch nichts Besonderes. Ja, habe ich bald mit eingespielt? Ah! Aber hier waren wir doch auch schon. Muss ich denn alles allein machen? Ja, sieht wohl. Oh, okay. Scheinbar waren wir hier noch nicht. Ach du meine Güte. Hallo, könnt ihr mal warten? Du bist aber schnell. Ich möchte mich erstmal hier hinten umschauen. Denn ich glaube, ich war hier noch nicht. Doch, hier in dem Eck war ich. Oh, das ist sehr effektiv, Eis, gegen diese Skorpione. Ey, nice. Voll cool. Ich glaube, das war eine gute Idee, Eis auszurüsten. Nur ich glaube, für ihn nicht. So, mit ihm wollte ich ja auch mal auf Dreieck gucken, was da seine Spezialattacke ist. Oh. Feind bekämpft Feind. Kann das sein? Erstmal werde ich mich hier umschauen. Ich möchte mich. Okay, und was hat das jetzt gebracht? Okay, nicht sonderlich viel. Oh, hey. Stopp. Ich muss erstmal gucken, was sich hier versteckt. Ah, hier kommt bestimmt gleich nochmal so eine Riesenskorpion die Wand hochgeklettert. Ja, ihr seid echt nervig, wenn ich das mal so sagen darf. Besonders, wenn ich vor euch weglaufen möchte. Okay, das scheint nicht viel zu bringen. Habe ich ihn geheilt oder hat der das gemacht? Hey.
Nice. Sehr gut, Evia. Okay. Alles klar. Gut, dann haben wir hier vorerst alles. So, wer ist Feind? Wer ist Freund? Ich glaube, niemand von euch ist Freund. Mein Golem darf mir gerne helfen. Okay, hier habe ich ein bisschen Feuer für dich. Hallo? Ja, du hältst aber echt einiges aus. Oh. Schon fertig? Hallo. Mal nicht so aggressiv hier. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das hier sieht stark nach einer Falle aus, oder? Meine ich das nur? Hallo? Okay, ein Pfeil hat wohl nicht gereicht, obwohl ich mit mehreren Pfeilen geschossen habe. Oh, mir fällt gerade ein, ich sollte mal vielleicht zu dem Verschlinger rüber wechseln. Mal gucken, was es hier noch so für Seelen gibt. So, Leute. Seid ihr bereit? Oh. Okay. Hier scheint ja niemand zu sein. Hallo? Hier ist der Verschlinger. Möchtet ihr wohl nicht? Oh, hallo. Ein Schattenkristall. Yay. Okay. Dann kann ich ja nochmal... Du willst Gerechtigkeit üben, okay. Ich glaube, du wusstest noch nicht mal, was Gerechtigkeit war, bevor du zu uns in die Gruppe gekommen bist. Oder wie euch... Oder wir dich entführt haben. Wir haben deine Seele geklaut. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber ich hoffe, meine Zuschauer wissen, was ich meine. So, hier haben wir wieder ein Buch. Na hallo. So. Ausgewichen. Warum weichst du denn aus? Oh, hier haben wir nochmal... So, jetzt kann ich ja mal gucken, was das auf Kreis ist. Okay. Oder war das auf Dreieck? Eingefroren. Sehr gut. Eingefroren ist immer super. Aber diese neue Waffe ist ja mal übelst cool. Habt ihr das gesehen? 4 Schläge und das Ding ist weg. Nice. Sehr gut, Verschlinger. Okay, ich glaube, wir haben dann alle auf der Schattenseite erledigt. Ich werde jetzt nochmal ein Stück zurückgehen und mit Evia weitergehen. Hallo? Okay, ich glaube, das ist ein Fall für ihn. Sehr gut. So. Komm, schieß, schieß. Bis er bei dir ist, hast ihn erledigt. Sehr gut. Oh, Moneten. Ich liebe Moneten in Videospielen. Okay. Ah, cool. Der eine Pfeil hätte es jetzt auch noch getan, oder? Aber nein! So, und du brauchst nur einen Pfeil und du bist K.O. Das finde ich ganz toll. Ihr seid mir nämlich die sympathischsten. So, jetzt möchte ich aber zurück mal das Buch aufheben. Oh, hier gibt es 2 Wege. Und dann werde ich auch direkt das Buch vorlesen und nicht warten bis zum Schluss. Denn ich kenne mich, nachher habe ich es dann doch vergessen. Okay. So, war hier noch was, was ich vielleicht eventuell abschießen könnte? Oh, Moment mal. Kann ich hier hoch? Und du kannst mir den Weg auch nicht freischaufeln, ne? Ja, typisch. Und du kannst nicht hier hochspringen oder so? Echt schade. Ich glaube, ich komme später vielleicht hier entlang. Naja, gut. So, dann ein juristischer Kommentar zu Zars Gesetz. Ja, das interessiert mich aber. Und ich wette mit euch, derjenige, der das kommentiert hat, wird mir sympathisch sein. Hä? Na, wo ist es denn? Ey, das ist ja wohl ein Witz, oder? Hallo? Ich hab's doch aufgesammelt.
Kommentar. Hä? Das ist ja komisch. Nein, hier hat sich nichts geändert. Ein Kommentar zu Zars Gesetz. Warum ist das jetzt hier nirgendwo aufgelistet? Okay. Hier ist aber auch nichts. Ist das eine Quest vielleicht? Moment mal. Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Also, falls jemand von euch eine Ahnung haben sollte, der darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil ihr habt ja alle gesehen, ich habe es aufgehoben. Es kann aber ja nicht einfach so weg sein, oder? Hm, seltsam. Okay, welchen Weg gehe ich als erstes? Da, wo Gegner sind, das ist meistens der richtige Weg. Okay, hier ist eine das hier scheint der richtige Weg zu sein. Dann möchte ich diesen Weg nicht gehen. So, dann wechseln wir mal zu ihm. Hey, hallo, geht's dir noch? Oh nein, komm. Ah, naja gut, Schärpe des Bären. Hallo, hier sind ja noch mehr Friends. Okay, hier liegt wieder eine... Oh, super. Mitten im Kampf habe ich mich hier reingebracht. Mitten im Kampf habe ich mich hier reingebracht. Mein Deutsch ist heute wieder einfach das geilste Deutsch ever. Mein Deutschlehrer wäre sehr stolz auf mich. Ich habe auch übrigens heute... Ich war nämlich noch eben einkaufen, bevor ich mit dieser Folge angefangen habe. Denn ich habe mir noch Kaffee geholt, den ich nebenbei bemerkt auch mal trinken sollte, bevor er wieder kalt wird. Und da habe ich meine ehemalige bildende Kunstlehrerin im Geschäft getroffen. Ich hoffe, sie hat mich mit meiner Maske nicht erkannt. Also sie hat mich schon mal so angeguckt, als würde sie eventuell wissen, wer ich sein könnte. Was ist hier passiert? Das Spiel hat automatisch gespeichert. Warum? Warum? Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Kann das sein? Aber ich möchte mit dem Toten hier reden. Hallo? Toter Schurke. Ja, und was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Überhaupt nichts. Gut, ich werde dann doch erstmal den anderen Weg gehen. Es tut mir leid, Leute. Okay, hier ist nochmal ein Schattenhändler. Hallo? Aufladen. Oder ist das hier vielleicht doch der richtige Weg? Ich kann mich nicht entscheiden. Immun. Nein, hier ist auch ein Ladebalken. Oh, komm. Es wird, glaube ich, egal sein, wo ich jetzt zuerst bin. Ihr seid gegen Eis immun, ne? Dachte ich mir doch. Gut, dann werden wir das hier mal probieren. So, und was war Dreieck? Dreieck war einfach nichts. Also nichts Tolles. So, hey, kommst du bitte hier rüber? Dankeschön. Was, ein Käferhammer? Aufgesammelt. Ich finde das blöd, dass mein Eis hier nicht, dass sie immun gegen mein Eis einfrieren sind. Ach, hey, Entschuldigung. Okay. Weiteren Schattenkristall. Dieser Feind gehört mir. Welcher Feind gehört dir? Kannst du mal ein bisschen genauer sein? Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, mehr mit dir mal zu spielen, gell? Damit wir uns auch mal kennenlernen, Zar. Aber du warst mir halt sehr unsympathisch. Moment mal. Irgendwas kann ich doch bestimmt mit diesem Ding hier machen. Wenn ich nur wüsste, was. Ich lasse dich mal hier erstmal stehen. Den Felsen hier. Bevor ich mir das komplett versammle. Ist hier etwa eine Ratte? Ja, tatsächlich. Bleib mal hier. Hallo. Danke. Ich habe letztens noch eine Trophäe erhalten, weil ich 100 Ratten bekämpft habe. Oder 100 Ratten erledigt habe.
So, und das war dann, glaube ich, 102 oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Okay, ich lasse den Felsen erstmal hier stehen. Oh, hier gibt es noch mehr. Ja, noch mehr Ratten. Juhu. Dass die sich überhaupt hier wohlfühlen. Ich dachte, die kommen nur dahin, wo es dreckig ist. Okay, brauche ich vielleicht... Ich brauche den Felsen bestimmt für diese Tür, oder? Ach, ich habe dich fast nicht gesehen. So, zack. Och, gab es mal schnell eins auf die Mütze. Was machst du da? Ist das ein Schutzschild oder was? Zack. Das geht ganz schnell hier. Was bist du denn? Ach, hier. Eine Attrappe. Ja, so geht's auch, ne? Hä? Was war das? Ah, hier muss der Felsen hin. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich möchte einfach nur weiter weggehen. Danke, ich hab's ja begriffen. Alles klar. Hier kommt der Felsen hin. So, aber ich möchte ja auch mal hier lang. Wie komme ich da hin? Hallo, ich möchte da auch hin. Kann ich hier hochklettern? Das finde ich auch sehr witzig, ne? Da bauen die hier sämtliche Leitern ein. Und man kommt im Endeffekt aber nirgendwo hin. So, also hier gibt es eine Tür. Dann ist das hier ja dann doch wohl der richtige Weg. Also gehen wir doch erst den anderen Weg. Bevor ich den richtigen Weg gehe. Ich kann mir vorstellen, dass da unten vielleicht so ein kleiner Miniboss kommt. Kann das sein? Jetzt habe ich ja doch nicht meinen Kaffee getrunken. Er ist noch lauwarm, also ist noch alles safe. Okay. Hallo? Spür die Macht einer Zauberin. Ja. Ich glaube, das hier ist effektiver oder auch nicht. Toll, okay. Wir setzen dann doch die Kräfte ein von der Zauberin. Ja, die sind wesentlich effektiver. Das stimmt hier nicht. Ja, weil sie alle wieder zum Leben... Das stimmt hier nicht. Ach du meine Güte. Okay, kann mir jemand sagen von euch, wo euer Boss ist? Den würde ich dann gerne als erstes erledigen. Sag mal, wie viele von euch gibt's denn hier? Okay. Hallo? Geht's noch? Ah, okay, ich verstehe. So, hier haben wir ihn doch, unseren kleinen Miniboss. So. Ja, deine Seele war schwach. So, und jetzt müssten wir aber ja in der Lage sein, die anderen zu vernichten, oder? So, wir haben sie jetzt mal einfrieren lassen. Mein Golem darf mir gerne unter die Arme greifen. So, einer weniger. Oh, die haben meinen Golem zerstört? Das ist nicht dein Ernst, oder? So, nochmal alle eingefrieren. Komm, dann darfst du mal deinen tollen Axtwurf fabrizieren. Sehr gut. Du bist... Also, er ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich mag halt seinen Charakter nicht. Oh, hier liegt noch unser Silber. Okay. Dann war das ja doch gut, dass wir noch hier hingegangen sind. Denn hier haben wir ja noch... einige Erfahrungspunkte erhalten. Ach, hier geht's ja auch noch lang. Okay. Aber das hier ist jetzt nicht der richtige Weg, oder? Nein, der richtige Weg muss oben sein. Der kann nur oben sein, weil oben die Tür ist. Wow. Ich habe mich dezent erschrocken. Okay. Heile mich, Moment, ich habe dich geheilt. Ich möchte aber kein Dämon sein. Okay. Der nächste, bitte.
Was ist denn? Ach, dich habe ich aber gar nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Golem? Danke. Geblockt. Sehr gut. Die sind ja schon ätzend. Jetzt haben wir hier aber auch noch einen Weg. Jetzt haben wir hier auch noch eine Höhle. Zu den Skorpionenhöhlen. Ja, Spinnenfriedhof, Skorpionenhöhlen. Was wir nicht noch alles haben. Wow. Du warst aber schnell unterwegs. Okay. Ich werde heute nicht fallen. Wow. Das wollte ich aber auch nicht. Zumindest noch nicht. Ich möchte mich erstmal hier umschauen. Okay, ich muss hier erstmal alles erkunden. Oh, das ist nicht gut. Hallo? Geht's noch? Gut, also das hier mit Dreieck werde ich mal ändern. Oh, sehr gut. Wir haben sie beide erledigen können. So, und das hier wird wohl auch noch ein Eingang sein zur Skorpionenhöhle. Oh mein Gott. Wie viele Eingänge wir hier haben. Und dieser Weg hört immer noch nicht auf. Der Wahnsinn. Also oben die Tür werde ich dann scheinbar noch nicht entlang gehen. Denn wir sollen ja hier hin. Okay. Zur Oase. Moment mal, ich werde mal gerade ins Menü gehen. Denn ich werde einfach das Gefühl nicht los. Das hier ist ab Level 9. Und die verlorene Fracht ab Level 7. Vielleicht sollten wir dann erst die machen. Die Seidenballe. Ich werde diese Quest hier aktivieren. So, und jetzt ist es wohl scheinbar so, dass wir den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist meine Schuld, Leute, Entschuldigung. Aber, ich hätte mal vorher danach schauen sollen. Habe ich aber nicht. Dann werden wir einfach das nächste Mal... Obwohl, ich mach's jetzt. Dann werden wir jetzt zurücklaufen mit dem Verschlinger. Genau. Denn hier haben wir ja noch einiges zu tun. Dann wird der Rückweg auch nicht so langweilig für euch. Jetzt bin ich aber mal später gespannt, warum es eigentlich drei Eingänge gibt für diese Höhle. Das würde mich ja mal interessieren. Ach, hier haben wir dich nochmal. Kein Problem. Gut, also das hier werde ich ändern. Das habe ich ja schon dreimal gesagt und habe es immer noch nicht gemacht. Deswegen werde ich das jetzt direkt gleich tun, sobald ich die hier vernichtet habe. So. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell ins Menü. So. Entschuldigung. Und zwar werden wir das hier ausprobieren. Achso, das habe ich schon ausgerüstet. Okay. Dann werden wir den Dämonenschlag hier ausrüsten auf Dreieck. So. Dann bin ich mal gespannt, was das sein wird. So. Jetzt müssen wir aber nicht den kompletten Weg. Oh, hey. Super. Und hier haben wir einen. Hey. Ja, meine Güte. Du wirst schon sterben. Ist alles gut. Beziehungsweise kampfunfähig. Ja. Dankeschön. Die ganzen Erfahrungspunkte bitte zu mir. Ich bin süchtig danach. So, was war das hier nochmal? Ah, für Essenzen, genau. Wo ich immer noch nicht weiß, was man damit macht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine Menge davon. So viel kann ich euch sagen. So, und dann sind wir auch schon hier oben. Naja, der Rückweg ging ja ziemlich flott. So. Und dann werden wir jetzt mal... Ach du meine Güte.
Wir haben ja eine andere Quest. Was mache ich denn nur? Sag mal, wie weit zurück müssen wir denn? Bitte sag mir, dass wir nur hier runter müssen. Nein, wir müssen den kompletten Weg zurück. Ist das dein Ernst? Okay. Gut, dann werde ich euch einfach rausschneiden und den Weg ohne euch laufen. Ihr müsst mir ja nicht zusehen, wie ich den kompletten Weg zurücklaufe. Wir sehen uns einfach gleich wieder. So, ich bin jetzt nochmal den kompletten Weg zurückgelaufen. Und ich bin jetzt schon ein bisschen weiter zurückgelaufen, damit ihr ungefähr wisst, wo ich bin. Und zwar ist hier noch ein Weg gewesen, wo ich glaube sogar noch in der letzten Folge gesagt habe, ah, da sind ja auch noch Gegner, wie kommt man da hin? Ja, um eure Frage beantworten zu können, man kommt einfach so rüber, wie das so oft ist. Und ja, hier ist scheinbar auch eine Höhle, wo wir dann rein müssen. Na komm schon, verschlingert Ding. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt möchte ich dieses Dreieck mal probieren, was das ist. Okay, und was hat mir das jetzt genau gebracht? 2, 3. Okay, was genau wird hier gezählt? 3. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht bekommen wir das zu einem späteren Zeitpunkt noch heraus. Ist das eine Kombo? Kann das sein? Dass das zählt, wie oft ich in Folge angreife? Ich habe keine Ahnung. Ist das schon länger da oder sehe ich das jetzt zum ersten Mal? Ah. Ich glaube, das ist neu, oder? Das war vorher nicht. Kann das sein, dass das jetzt da ist, weil ich das jetzt eine neue ja, genau so wollte ich das sagen. Weil ich eine neue Fähigkeit ausgerüstet habe. Kann das sein? Ach du meine Güte. Ach, da unten ist nochmal so ein Monster. Okay. Gut, dann kümmern wir uns erstmal hier oben um die. Oh. Das hätte ich ja fast liegen lassen. Aber auch nur fast. Gut, dann werde ich euch aber... Hä? Inventar ist voll. Och nö, nicht schon wieder. Das ist ja ätzend. So, genau. Wir kämpfen jetzt mal mit dir, damit wir uns mal kennenlernen. Okay. Nicht gut. Ja, ihr seid echt anstrengend. Ich habe noch keinen Weg gefunden, euch genau zu vernichten. Gut, dann werden wir dich noch vergiften und... Okay. Nee, aber auch mit ihm nicht. Wie sieht's mit Eis aus? Ja, Eis ist schon effektiver als er mit seiner Axt und mit den Pfeilen. Ich könnte mich gerade schon wieder ärgern, dass mein Inventar voll ist. So, kommt hier vielleicht noch irgendwo ein Skorpion hoch? Sieht nicht so aus. Aha. Aber hier haben wir doch noch einen. Okay. Aber ob der Eis jetzt wirklich so effektiv ist, ich weiß nicht. Das kam mir jetzt auf jeden Fall schon länger vor als bei den anderen. Oh, hinter mir ist auch noch jemand. Dein Schwanz hat dich verraten. Okay. So, jetzt habe ich aber alle, ne? Okay, hier hinten haben wir noch eine Muschel oder was das sein soll. Aber da hat sich auch niemand drunter versteckt. So, und hier kommen jetzt bestimmt irgendwelche Skorpione hoch. Oh, Moment mal. Vielleicht sollte ich mal mit dem Verschlinger nochmal alles abchecken. Aber hier ist niemand. Genau. Hier muss ich erstmal mit dem Verschlinger arbeiten. Fleischverschlinger, dieses Fleisch gehört mir. Was gehört dir? Interessiert mich nicht, Wiedergänger. Los, deine Seite. Guter Stab der Erde. Ja, damit ist Schluss. Wir bekommen keinen guten Stab der Erde, da mein Inventar voll ist. Und das regt mich jedes Mal auf. So. Ah, und Skorpione kommen auch vorbei. Sehr schön. Auf euch ist immer Verlass.
Ich frage mich, was dieses Gejaule soll. Also das ist... Diese Fähigkeit ist auch nicht so der Brüller. Hey. Ist halt ganz schön fresh. Okay, der schießt hier mit Giftpfeilen. Das ist nicht so toll. Sehr gut, Evia. Ich bin richtig stolz auf dich. So, hier versteckt sich auch nichts. Guter Start der Erde. Ach ja, unser Inventar ist voll. Da war ja was. So, zur Schlucht. Dann wollen wir mal. Okay. Was bist du denn? Okay. Okay, er greift mich schon mal nicht an, wenn ich in dieser Welt bin. Dann kümmern wir uns doch erstmal um diese Dämonen hier. Was sind das für Viecher? Ihr seid echt komisch. Oh, ein Schattenkristall und mein Inventar ist voll. Achso, wir bekommen Geld. Ja, dafür reicht unser Portemonnaie noch. Unser Portemonnaie ist wohl nicht so voll genug. Also ich habe heute wieder Sprachfehler, das ist abartig. Das ist, glaube ich, auch, weil ich immer so viel rede. Und vor allen Dingen, ich rede manchmal schnell. Schattenstein. Und was macht dieser Schattenstein? Oh, ein Fähigkeitspunkt. Einfach so geschenkt bekommen. Einfach so. Finde ich voll nett. Dankeschön. So, dann möchten wir jetzt mal gegen ihn kämpfen, ne? Ach, und ich wurde schon entdeckt. Immun. Er ist immun gegen Feuer? Dein Ernst? Okay, Golem. Du kannst mir doch bestimmt helfen. Oh mein Gott. Der ist aber... Das ist ein Krebs, ne? Kann das sein? Meine Güte. Du warst ja mal anstrengend. Oh, die vertragen Gott sei Dank nicht so viel. Oh, da sind die Skorpione ja noch Gold dagegen. Oh mein Gott, und ihr kommt auch so einfach aus dem Boden. Seid ihr Steinkrebs oder was? Könnte man meinen. Ich kenne mich mit Meerestieren nicht so aus. Also verzeiht mir. Oh, ist das vielleicht ein geheimer Weg? Schade. So. Sehr gut. Aha. Schade. Wäre ja zu schön gewesen, wenn ich da noch reingekommen wäre. Oh. Ja, schon gut. Ich wusste es. Das hier hat mir schon zu leer ausgesehen. Ah, stimmt. Oh, eingefroren. Sehr gut. Der hier ist echt nervig. Du bist echt ein harter Brocken. Vergiften? Bombe platzen lassen? Muss ich denn alles allein machen? Ja, Evia. Oh, du musst dich heilen. So, Moment, jetzt möchte ich aber nochmal zu ihm rüber. Okay, das war wohl eine einzige Stelle, wo Dämonen aufgetaucht sind. Ja, du kriegst jetzt eins auf die Mütze. Oh, ist das da unten eine Schatztruhe? Oder was? Okay, viele kleine, das macht mir gar nichts. Solange da nicht so viele große kommen, ist mir das ziemlich egal. Meine Güte. Ja, dachte ich mir doch, dass hier noch ein paar da sind. So. Evia, genau, mit ihr wollte ich hier hin. Kiste mit Waffen aus den Auslanden. Okay. Was ist denn... Ach, das ist Wasser. Oh.
So, und das hier ist auch schon das, was wir brauchen. In dieser Schatztruhe. Offenbar habe ich Salins Seidensegel-Allianz-Vorrat gefunden. Ich wusste, dass das Konsequenzen hat. Ja, ich sagte noch, oh, solange es nicht so viele große sind, ist das kein Problem. Bin ich witzig, oder? Ihr seid verbrannt. Also ihr brennt so rum. Okay, und weil es so schön war, noch einmal. Ja, ich war verzweifelt, deswegen habe ich dich gerufen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Ah, er möchte auch von unserem Dämon geheilt werden. Okay, einen haben wir schon mal erledigt. Hier hast du noch ein bisschen Gift. Sehr gut. Oh. Okay. Ist das hier ein Buch? Warum kann ich das nicht aufheben? Achso. Das hat aber nichts mit meinem Inventar zu tun. Irgendwelche Bücher, oder? Ich kann nur das Hackmesser nicht aufheben. So, dann haben wir jetzt diese Sidequest erledigt, oder? Gut, ich nehme jetzt 50 Minuten auf. Hier und da muss ich noch ein bisschen was rausschneiden. Also ich würde mal sagen, noch 20 Minuten. Ja, das würden wir hinbekommen, oder? Das schaffen wir. So, mein Limit, ich gucke ja immer, dass ich, so eine Stunde aufnehme. Denn ich bin nicht jemand, der gerne kurz spielt. Hallo. Okay. Ich mache das jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen, aber ich mache es jetzt. So. Und zwar bekommen wir damit wohl scheinbar dann auch nochmal eine Tür auf. So, du bist eingefroren. Ich verweigere mich dem Tod. Oh nein, wo schießt du hin, mein Lieber? Okay, das bringt nichts. Okay. So, dann gucken wir uns das hier doch mal genauer an. Gut, ich gehe davon aus, dass ich diese Zeichen, die wohl nicht leuchten, in die Mitte müssen. Ach, guck mal. So wie das hier abgebildet ist, so muss ich das wohl hinbekommen, gehe ich davon aus. Gut, dann wollen wir das mal probieren. Wie war das nochmal? Moment, ich muss das mal kurz verlassen. Okay, zwei. Und dann euch zwei, okay. Dürfte ja nicht so schwer sein. So, oder? Er zittert vor dieser Prinzessin des Garulianischen Throns. Ha? Warum bist du denn jetzt da drüben? Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Dann ändern wir das einfach wieder. Ah, ich verstehe. Gut, dann drehen wir hier einfach nochmal. So. Haha. Och nein. Bitte sag mir, da ist Geld drin, weil mein Inventar ist voll. Dein Ernst jetzt? Dein Ernst jetzt, ja. Dein Ernst jetzt, wollte ich eigentlich sagen. Och nö. Okay. Okay, okay, okay. Wir werden uns von einigen Sachen verabschieden. Kann ich denn hier überhaupt was wegwerfen? Ist das möglich? Abwerfen. Ha! So, ich habe keine Ahnung, was ich hier genau wegwerfen soll, aber du kommst weg und du kommst weg. Und du kommst auch weg. So. Okay. Wollen wir doch mal hoffen, dass da was Tolles dabei war. Ich werde jetzt auch, wenn wir, später beim Händler sind. Also beim Händler werde ich erst in der nächsten Folge vorbeischauen. Oder sollen wir jetzt zum Händler? Hey, ich möchte eigentlich hier raus.
Okay, nein! Naja, zu spät. Jetzt habe ich ihn aufgehoben. Genau. Und darüber wollte ich auch, glaube ich, mit euch sprechen. genau. Die nächste Quest machen wir in der nächsten Folge. Aber wir gehen noch zusammen zum Händler. Genau. Dann werde ich dort die Folge beenden. Und, denjenigen, denen das halt nicht mehr interessiert, was beim Händler geschieht, dann würde ich demjenigen oder derjenigen dann sagen, vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, sobald ich auf die andere Seite komme. Ach, wie blöd. Ich werde Gerechtigkeit üben. Hier kommen wir doch auf die andere Seite. Zum Händler geht's hier lang. Oh, ich soll da auch sofort hin, oder? Weil das Ausrufezeichen dort ist? Naja. So, hier kommt, glaube ich, kein Ladefenster. Genau. So, du bist eingetreten in die Wüstenhöhle. Genau. Bin ich auch. Willkommen zurück in Salins Oasen-Emporium. Braucht ihr Hilfe? So, habt ihr einen Rat wegen der Bestellliste, die ihr verlangt? Nein. Ich habe eure Seidenballen beschafft. Eure Seidenballen, Salin. Bitte verzeiht die blauen Spritzer. Was ist schon ein wenig Skorpionblut unter Freunden? Da waren aber gar keine Skorpionen. Von meinem Stand, was immer ihr wollt. Mein Inventar ist voll. Ich möchte kaufen und verkaufen. So, aber als erstes wollen wir verkaufen. Wir wollen erst verkaufen. So, verkaufen, genau. So, dann verkaufen wir jetzt alles, was unter Level... Ach Gott, wir sind schon auf Level 9. Gut, was Level 6 ist, kommt weg. Alles, was Level 6 ist, kommt weg. Und wir haben hier eine Menge, was auf Level 6 ist. So, Level 5, Level 5 weg. Dass wir nur noch das behalten, was auf Level 7 und höher ist. Ach Gott, wir haben sogar noch Sachen von Level 3. Ich glaube, ich habe versehentlich was von Level 7 verkauft. Okay. Ich glaube, die hier ist aber gut. Die werde ich mal behalten. Die werde ich jetzt mal noch nicht verkaufen. Genau, die verkaufe ich. Die wird verkauft. Die wird verkauft. So. Dann ist das ja schon eine Menge, was wir jetzt auch schon an Geld haben auch. Und... Oh, die hier ist lila. Die werden wir auch noch behalten. Und jetzt haben wir auch mehr Platz im Inventar. Abgenutzter Hammer, Level 1. Okay. So, dann wollen wir mal zurück. So. Und dann wollen wir kaufen. Wie sieht's mit den Ringen aus? So, ich darf mir bei dir was kaufen. Was, gratis ist, richtig? Möchtest du dieses Objekt als kostenlose Belohnung? Ja. Das nehme ich dann mit. Dann haben wir auch mal noch Ringe. Eine Halskette haben wir gar nicht. Die kostet 4175, dieser Wolfzahn. Aber nein. Handschuhe. Ab Level 10. Okay. Seht ihr, bei ihm bekommen wir auch erst Sachen ab Level 6. Und was drunter ist? Wüstenstab der Erde. Ab Level 10. Okay. Aber, ehrlich gesagt möchte ich bei dir jetzt gar nichts kaufen. Weil, ja, lass mich erstmal so leben. Und ich hoffe, ich werde nichts bereuen, weil ich jetzt so viel verkauft habe.
Ich habe Angst, dass sie mir in den Kommentaren schreibt, nein, Nanaki, was hast du da getan? Du brauchst das alles für einen späteren Zeitpunkt oder so. Also da habe ich jetzt echt ein bisschen Angst vor. Gut, dann werde ich jetzt noch mit euch zusammen die, gut, bei ihm können wir jetzt nichts lernen. Gut, Wolfssprint. Ein Wolfstrudel eilt zart zur Hilfe, durchbricht die Reihen der Gegner und verletzt sie. Gut, Fisch, das ist toll. Und das hier können wir auch lernen, Rudelmeister. Erforderlicher Level für Verbesserung 16. Was? Okay. Was, ich könnte die jetzt auch verbessern? Um diese Fähigkeiten zu verbessern, musst du Level 13 erreichen. Oh, okay. Na, das sollte ich dann mal bei den anderen unbedingt tun. Demnächst, irgendwann. Gut, bei dir haben wir Kettenfrost. Das möchte ich auf jeden Fall verbessern. Um diese Fähigkeiten zu verbessern, musst du Level 10 erreichen. Okay, dauert ja nicht mehr allzu lange. Dauert nicht mehr allzu lange, alles klar. Wie sieht's mit dir aus? Da möchte ich den Golem. Fähigkeiten verbessern, Sandgolem, ja. Level 13 muss ich erreichen, um ihn nochmal verbessern zu können. Feueratem verbessern, ja. Okay. Und Flammenschlag. Da brauchen wir auch Level 13. Okay, soll mir recht sein. Ölflasche. Nee, nicht unbedingt. Aber den Mehrfachschuss. Erforderliche Verbesserung Level 13. Naja gut, dann halt eben die Ölflasche. Wird er dann noch mehr vergiftet? Oder zieht das dann mehr ab? Keine Ahnung. So, bei dir warten wir noch. Gut. So, ja, wir können ihm noch ein Talent geben. Erhöht die kritische Trefferchance um 2. Erhöht die Kapazität des Inventars um 30. Ja, das möchte ich dir geben. Evia, was geben wir dir? Erhöht Regeneration um 2. Was haben wir noch? Feuerschutz. Blitzschutz. Stichschutz. Giftschutz. Giftschutz ist gut. Ich gebe dir Giftschutz. So. Dann gehen wir rüber zu Urshak. Urshak, was geben wir dir? Gegner Geist, Gegner Untote. Extra Schaden gegen Untote. Oh ja, ich glaube, das ist gut für ihn. Wenn er auf Untote schießt, das ist praktisch. So, nein, nicht aufregen, Urshak. So, was gebe ich dir? Was gebe ich dir? Dämon. Ja, okay, gebe ich dir das. Und so, dann sind wir jetzt hier bei den Attributspunkten. 28, 26, genau. So, rüber zum nächsten, zu Evia. Genau, auch das bleibt so. 25, 25, 26. Zuweisung bestätigen. So, und bei dir dasselbe Spiel. Sehr gut. Top. Wunderbar. Perfekt, würde ich mal sagen. So, und dann haben wir jetzt die Seidenballen und werden in der nächsten Quest, in der nächsten Folge, die nächste Quest abschließen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss.